Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie vom Team Zen Garden Paraguay. Heute stelle ich euch ein Leckerbissen der französischen Küche vor und dort findet ihr auch richtig gute Weine. Also, wenn euch diese Themen interessieren, bleibt dran und lasst euch überraschen, was ich euch gleich präsentieren werde. Heute sind wir in das Le Sommelier gegangen. Das Le Sommelier ist sowohl Restaurant wie auch Weinhandel. Und das Besondere hier bei Oliver Gaillet ist, dass ihr sehr gute Weine zu einem ganz normalen Preis kaufen könnt und nicht wie üblich in Restaurants arg überteuert. Hier seht ihr schon mal ein paar Einblicke vom Inneren. Und was ich schon mal vorweg sagen kann, hier gibt es eine sehr, sehr gute französisch angehauchte und sehr stark französisch beeinflusste Küche. Ja, wie ihr seht, ein schönes, nettes Häuschen, viel Deko, viele Flaschen sind überall zu sehen und eine super angenehme Atmosphäre. Olivier, der Chef und Inhaber dieses Restaurants, ist vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren besser gesagt, auf der Hotelfachschule in Straßburg gewesen, hat dort das Metier erlernt. Und heute ist sogar sein Sohn genau auch auf dieser Schule. Und diese hervorragende Ausbildung, die man in einer solchen Hotelfachschule genießen kann, vor allem auch zur damaligen Zeit, die sieht man hier in ganz vielen kleinen Details. Ja, auf den ersten Blick wirkt es sehr klein, doch wenn man dann später, ihr werdet sehen, die Nebenräume und alles sieht und die Terrasse, ist es doch viel größer, als man denkt. Hier für euch ein Einblick über die Speisekarte. Also es gibt Salate, und Entrees, dann gibt es Suppen, Salate, Risottos. Die Risottis kann ich schon mal vorwegnehmen, sind sehr, sehr lecker. Martin hatte eins davon. Und aber auch auf der Rückseite werdet ihr gleich sehen, sehr viele Fleischgerichte. Ganz oben habt ihr Nudeln, dann kommt alles, was mit Geflügel ist, dann kommen Fische und dann kommt Rindfleisch und aber auch anderes Fleisch, wie eben unter anderem auch Hase und Schwein, meine ich. Was ihr hier sehen könnt, ist die Terrasse, die bei schönem Wetter eben auch bestuhlt und betischt ist. Und da passen dann doch wieder einige hin. Allerdings nur 4 Parkplätze in dieser Straße, beziehungsweise vor dem Haus. Hier, das fand ich ganz nett, das sind so typische Zeichnungen, wie man sie in Frankreich findet. Diese Tüten, das sind Aufbewahrungstüten, hat er schön hinter Plexiglas, damit ihnen nichts passiert. Wenn ihr einen Tisch bekommt, dann sieht es erstmal so aus. Ihr habt einen kleinen Teller für das Amuse-Gueule, was dann kommt und eben schon ein Messer und ein ganz normales Wasserglas. So seht ihr das auch an den Nachbartischen und ihr seht die ganzen vielen leeren Flaschen, die da einfach zur Zierde im Restaurant aufgestellt sind. So, hier sind wir im Weinkeller. Il y a des profs, je me rappelle bien, enfin je me rappelle de notre directeur, Cocher, etc. Mais Rem, je sais même pas ce qu'il enseignait, je sais pas. On les oublie, les autres moins, ça c'est sûr. Mais pas trop sec, sec mais pas trop sec. Sec. Sec, bon. Sort, sec province. Oui, d'accord. Je vais c'est là, oui. So, also dieser Weinkeller ist wirklich eine Show. Also wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass wir da rein durften, um einen Wein auszuwählen. Und den Herrn, den ihr gesehen habt, das war Olivier, der Besitzer. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen hier drin sind, aber das ist der Wahnsinn. Es wird hier immer auf 14 Grad runtergekühlt. Es ist unter dem Restaurant und hat einen ganz normalen Erdboden und dann eben diese vielen Regale. Und ja, von allen, von eher günstigeren Weinen bis richtig teure aus allen möglichen Regionen, inklusive Frankreich, aber auch hier Chile, Peru und. Also wirklich super sehenswert und ich denke für jeden Geschmack was dabei. Die Flasche, die Olivier als letztes in der Hand hatte, die haben wir dann auch für unser Essen ausgesucht. Hier seht ihr seinen Schulungsraum, denn er macht auch Sommelier-Schulungen und in Kürze werde ich euch auch das Programm hier einblenden. Wer Interesse hat, direkt bei der Nummer per WhatsApp melden. Es fängt jetzt in den nächsten Tagen an. Hier seht ihr es, die ersten Kurse am 19. Oktober, am 26. Oktober und dran 3 Termine im November mit Essen, wenn ich das richtig gesehen habe, genau Cena.
Und ja, Olivier ist wirklich ein Kenner des Weins. Nicht ohne Grund heißt sein Restaurant Le Sommelier. Diese Deko fand ich einfach so hübsch. Das sind alles alte Weinkartons, die eben zu so einer Dekoration gemacht wurden. Das hier ist eine Maschine, die er gefunden hat und die er restauriert. Dort kann er dann Weinflaschen reingeben und man kann dann über die Maschine sich entweder ein Glas zum Trinken an den Tisch abzapfen oder auch erstmal nur ein kleines wie so ein Schnapsgläschen, um den Wein überhaupt zu probieren, bevor man ihn bestellt. Hier einfach noch ein paar nette Deko-Bilder, die ich gefunden habe. Hier alles Mögliche über Käse. Ein anderes kommt gleich noch, da geht es um Wein. Also einfach so mit Liebe dekoriert, Liebe zum Detail in diesem Restaurant. Und nahezu in jeder Ecke kann man irgendwas entdecken, was den Blick einfach einfängt. Hier seht ihr noch einen anderen Raum. Hier steht ein etwas größerer Tisch. Das ist also was vielleicht für eine Geschäftsbesprechung mit Essen, wie es auch bei den Franzosen eher üblich ist. So ein kleines Separé. Und hier nochmal das Plakat, was ich meinte, mit Rotweinen. Da steht alles Mögliche zu ganz verschiedenen Weinen. Und hier einfach ein Blick auch auf die Seite des Restaurants, wo einfach sehr viel Grün ist, sehr viel Blüte und auch meine heißgeliebte Bananita-Blüte, die sieht man hier so leicht rot auf der rechten Seite. Die haben wir ja auch ganz viel im Zen-Garten und da freuen wir uns schon, wenn die jetzt wieder ganz heftig blüht. So, wir hatten Vorspeisen. Das sind Shrimps in einer super, super leckeren hellen Soße. Es war so lecker, ich hätte gern das Dreifache gegessen, aber dann hätte ich natürlich auch keinen Platz mehr gehabt für den restlichen. Hier haben wir eine Zwiebelsuppe mit Käsecroutons und die soll auch, ich habe sie nicht probiert, aber die soll auch wirklich super lecker gewesen sein. Jetzt bitte aufmachen. Jetzt bitte aufmachen. Hier jetzt einen Blick in das Innere der Suppe. So sah das dann aus. Sieht doch wirklich für eine Zwiebelsuppe super lecker aus. Hier mein Hauptgang, das ist ein richtig schönes Rindersteak, dazu Pommes in einer Portweinsoße und ich kann euch sagen, das war definitiv sehr lecker. Das Steak kann man bestellen, wie man es möchte, eben mehr durch oder mehr roh, bei mir ist es immer mehr roh. Und hier ein Blick auf das Risotto, das Martin hatte und das ihm auch sehr, sehr lecker geschmeckt hat. So, übrigens, es war ein Pilzrisotto und er war wirklich schwer begeistert davon. Hier nochmal eine andere Ansicht, also es kommt auch sehr, sehr schön auf dem Teller angerichtet. Über die Küche kann man wirklich nur Positives sagen. Trotzdem haben wir uns Platz gelassen für einen leckeren Nachtisch. Hier seht ihr die Karte. Für uns war relativ schnell klar, eine Crème Brûlée und ein Fondant. Und gleich seht ihr, wie das aussieht. So, ihr könnt in Ruhe die Karte anschauen. Was mir gerade noch einfällt zu der Fleischkarte, da stand immer nebendran links, welchen Wein er denn zu diesem Gericht grundsätzlich empfehlen würde. So, das hier ist der Fondant mit einer Eiskugel. Der Fondant hat immer innen drin einen Kern aus weicher Schokoladensoße. Wenn der so ist, dann ist er gelungen. Wenn innen drin alles Kuchen ist und hart, ist er misslungen. Dieser hier war wirklich absolut gelungen. Man hat ihn aufgeschnitten und die schwarze Schokolade schoss nur so heraus und es war wirklich ein großer Genuss. Die Crème Brûlée ist eins meiner Lieblingsnachtische aus Frankreich. Und das richtig Schöne hier in diesem Restaurant Le Sommelier ist, dass sie zu euch an den Tisch kommt und dann direkt am Tisch karamellisiert wird. Also das heißt, ihr könnt richtig sehen, wie mit diesem kleinen Bunsenbrenner das bei euch am Tisch gemacht wird. Man kann auch sagen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und ja, so sieht dann das fertige Produkt aus. Und ich kann euch sagen, super lecker. Also wirklich absolute französische Kunst. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt Freude, wenn ihr selbst mal zum Le Sommelier geht. Die Adresse findet ihr unter dem Video und die Telefonnummer war ja eingeblendet, dort wo es um die Schulung geht. Lasst es euch gut gehen und kommt bald wieder zu unseren Videos vom Zen Garden Paraguay.